Kannst du mir helfen? Danke, dass du hier aufgeräumt hast, Deputy. Falls wir Eden's Gate aus dem County vertreiben wollen, müssen unsere Fahrzeuge immer gut in Schuss sein. Diese Werkstatt wird uns dabei helfen, die Straßen von den Peggys zu befreien. Ist eine wirklich große Anlage. Du solltest mal nachsehen, ob alle vollzählig sind. Sie haben sich mit dem Todeswunsch aus dem Staub gemacht. Das ist schlecht. Da ist ein M60 drauf. Wir müssen ihn zurückholen, bevor die Sekte anfängt, Schweizer Käse aus allem zu machen. Das Ding schluckt Benzin wie ich Bier. Mit etwas Glück müssen die Peggys bald nachtanken. Sieh mal bei der Golden Valley Tankstelle nach. Das ist die nächste. Untersatz zu sehen. Da sind ein paar Peggys auf der Baustelle nördlich von hier. Wer zu viel mit seinen Vorräten prahlt, zieht Plünderer an. Selbst eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Tritt aufs Gas, Junge! Ich schieße! Diese verfickte Sekte! Ich wusste vor allen anderen, dass die Seeds ein Haufen Unruhestifter sind. Ich bin ihnen früh auf die Pelle gerückt. Und ehe ich mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu Eden's Gate war. Ist das zu fassen? Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich habe mich eingedeckt. Essen für 10 Jahre, Luft- und Wasserfilter und... Scheiße. Hat Monate gedauert. Ich war für alles bereit. Hättest mal sehen sollen, wie die Leute mich angesehen haben. Als wäre ich irre oder sowas. Tja, und wer hatte recht behalten? Merle Briggs, verdammt! Natürlich kam die Sekte und drehte mir den Hahn ab. Hab alles verloren. Hier bin ich also. Sitze mit ihrem Todesfuß und hab den Knarre in der Hand, um den Peggys heimzuzahlen. Mach dich bereit. Überraschung, ihr Scheißer! Jetzt gibt's mir Zins und Zins ist Zins auf den Arsch! Seid ihr alle am Arsch? Wir müssen die ganzen Blitztanks zerstören!
Schusslöcher übrig, welch süße Genugtuung. Du bist ein Naturtalent. Der Todeswunsch gehört dir. Ein wildes Tier wie du kann der Sekte damit viel mehr schaden als ich, alter Sack. Grüß Dutch von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ja?